Ja, vielen Dank fürs Kommen. Fernwärmepreise, ein wichtiges Thema offenbar, das viel interessiert. Zu Gast heute Mats Hans-Rucho, Österreich, Stefan Kleiner. Vielen Dank fürs Kommen. Er ist zuständig für Klimaschutz, Umwelt, Konsumentenschutz unter anderem. Und er ist auf Einladung von unserer Landtagsabgeordneten Lara Köck da, die auch Energiespeicherin ist. Und ja, wie Sie schon der Einladung entnommen haben, es geht um die Fernwärmepreise und eine Preisbremse, die im Oberösterreichischen Volk nicht umgesetzt worden ist. Und das wäre natürlich auch ein schönes Vorbild für die Steiermark. Bitte, Lara. Ja, vielen Dank, dass Sie alle so zahlreich gekommen sind. Ich weiß, wir haben alle immer viel zu tun. Von dem freut mich umso mehr, dass Sie alle physisch auch anwesend sind da. Meine Kollegin Irene hat schon einen kurzen Aufriss gemacht. Also bei der Fernwärme in der Steiermark gibt es zwei massive Probleme. Das eine ist einmal die Dekarbonisierung, auf die wir schon natürlich als Grüne auch speziell hinschauen müssen. Ja. Und da geht es um nichts weniger, ob jetzt die Grazerinnen und Grazer mit fossiler Fernwärme heizen oder mit erneuerbarer Fernwärme. Und das ist deswegen besonders interessant jetzt auch für unseren Landeshauptmann, weil 75% der Lieferung von der Fernwärme von der Energie Steiermark kommt. Und wie wir alle wissen, gehört die Energie Steiermark zu 100% dem Land Steiermark. Und genau deshalb ist eben auch unser Landeshauptmann Drexler da in der Pflicht, endlich Taten zu setzen. Und zwar insofern, dass es natürlich darum geht, dass es eine strategische, langfristige Richtung vorgegeben werden muss. Er hat uns ja auch in seiner Antrittsrede versprochen, quasi, dass er die Steiermark in einem Dutzend Bereichen, unter anderem der Energie- und Wärmewende, an die Spitze bringen möchte. Er ist immer groß in den Versprechen unterwegs, aber bei den Taten schaut es dann leider immer ein bisschen anders aus. Wir haben eben auch da, zur Dekarbonisierung der Fernwärme ist überhaupt kein politischer Wille, auch nur in Ansätzen zu sehen. Und diese Dekarbonisierung, dieses Umrüsten auf die Erneuerbaren ist eben insofern super wichtig, weil wir dadurch einfach auch Preisstabilität sicherstellen können für die Zukunft und nicht mehr so abhängig sind von Russland, von Gasimporten etc. Und der zweite wesentliche Punkt ist die Preisgestaltung. Ganz kurz nur zur Erklärung. Das Ganze hat sich ja hochgeschaukelt, schon durchaus vor dem Ukraine-Krieg war das erkennbar, dass die Gaspreise steigend im Steigen sind, hat sich dann natürlich durch den Krieg in der Ukraine nochmal massiv verschärft, schlichtweg weil Russland den Gashahn abgedreht hat. Und natürlich hat das dann zu einer Rohstoffverknappung geführt, die die Preise noch mehr in die Höhe schießen hat lassen. Aber diese Preise haben sich eigentlich schon seit längerem wieder auf einem normalen Niveau eingependelt. Und ganz zu Beginn gab es aber in der Steiermark eine Preisanpassung, eine Preissteigerung, die den Kunden und Kundinnen in Graz umgehängt wurde, auf quasi Ausrufen vom Landeshauptmann, weil er die zuständige Preisbehörde ist. Und da reden wir von damalig einer Preiserhöhung, einer ersten von 110%. Ich habe vorher schon so kurz gesagt, die Preise haben sich aber wieder stabilisiert. Also es fragen sich eigentlich alle, warum ist diese Preissenkung noch nicht in einem adäquaten Ausmaß an die Kundinnen und Kunden weitergegeben worden. Vermutlich ist auch das ein Grund, dass sich der Landeshauptmann natürlich über eine hohe Dividende freut, wenn die Energie Steiermark auf Kosten der Grazerinnen und Grazer da ein schönes Plus einfahrt. Und es wurden aber das muss ich schon gerechterweise sagen, geringe Preisanpassungen haben stattgefunden. Wir sind jetzt momentan bei einer effektiven Preissteigerung von ca. 85%, die Grazerinnen und Grazer noch immer mehr zahlen. Wir haben uns auch ein schönes Beispiel ausgerechnet, wo wir Linz und Graz verglichen haben. Das ist ein klassischer Grazer Altbau, wie es oft gibt, mit 85 Quadratmeter und das quasi die gleiche Wohnung in Linz. Und da haben wir in Graz Kosten von 250 Euro im Monat, während wir in Linz 130 Euro pro Monat haben. Das ist jetzt kein Bämmerl auf gut steirisch, ja, was die Grazerinnen und Grazer da mehr zahlen. Der Landeshauptmann hat in der letzten Landtagssitzung darauf hingewiesen, naja, ihm seien ja die Hände gebunden und er kann ja nicht, obwohl er Preisbehörde ist. Ich habe jetzt praktischerweise den lebenden Beweis da, dass es doch möglich ist, wenn man nur möchte, und würde jetzt den Stefan bitten, dass du uns das kurz erklärst, wie das funktioniert.
Danke, ja. Also ich freue mich zuerst einmal sehr, dass ich heute gerade sein darf. Die Pressegruppe findet im Pressegruppe Linz statt normalerweise. Aber ich mache den Ausflug sehr gerne, weil es tatsächlich eine spannende Sache war, in dieser Energiekrise die Verantwortung als Preisbehörde tatsächlich ernst zu nehmen. Das war bei uns nicht, dieser Weg war nicht nur einfach, aber er ist gelungen und ich glaube, er ist auch herzeigbar und beispielhaft für die Verantwortung, die die Preisbehörden im ganzen Land haben, also in der ganzen Republik. Vielleicht beginne ich einmal mit der Frage, warum gibt es überhaupt eine Preisregulierung in der Fernwärme? Es ist ja so, dass sie im Normalfall in Österreich, wir leben in einer Marktwirtschaft, einen Markt haben, der die Preise reguliert und Wucher verhindert. Wenn Sie eine Pelletsheizung haben und Sie kaufen sich die Pellets beim Geschäft X und dieses Geschäft hebt die Preise an, dann können Sie wechseln. Dann können Sie zu einem anderen Anbieter gehen und Sie die Pellets im nächsten Jahr sozusagen von jemand anderem kaufen. Und so reguliert der Markt sozusagen die Preise an sich gut. Bei der Fernwärme ist es eben genau umgekehrt. Sie haben einen Wärmetauscher im Keller oder in der Wohnung und am anderen Ende der Wärmeleitung ist ein einziges Kraftwerk. Und Sie können nicht sagen, naja, ich hebe die Preise an, jetzt wechsle ich es einem anderen Anbieter, weil diese Leitung können Sie nicht umgraben. Also haben Sie eigentlich keinen Markt zur Verfügung, der Ihnen den Wucher verhindert und die Preise reguliert. Genau deshalb gibt es im Preisgesetz 1992 explizit für die Fernwärme den Auftrag an die Preisbehörden, diese Preise zu regulieren, also Wucher für die Konsumentinnen und Konsumenten zu verhindern. Das ist und der Terminus passt sogar ein bisschen, in Friedenszeiten nicht wirklich aufregend, sage ich ganz ehrlich. Ja, also in den letzten Jahren hat es bei uns im Grunde so funktioniert. Wir haben in Oberösterreich drei große Fernwärmeanbieter in der Preisregulierung. Das ist die Energie AG Oberösterreich, das ist die Linz AG und das sind die Energiewerke Wels, die den gesamten Stadtkern von Wels sozusagen mit Wärme versorgen. Und bei diesen drei Konzernen berechnen wir anhand eines mathematischen Preismodells, wie sozusagen die Preise sich entwickelt haben in den verschiedenen Indizes, Baupreisindex, Energiepreisindex und so weiter. Und die Summe sozusagen, die das Preismodell dann errechnet, ist die Frage, müssen wir nach unten oder oben den Höchstpreis, das ist das, was wir festsetzen, sozusagen anpassen. Und in den letzten Jahren, vor dem Angriff Russlands auf die Ukraine, ist es so etwas wie ein Formalakt. Das mathematische Modell errechnet den sozusagen Preissprung, das ist sehr nachvollziehbar für alle. Und dann wird das in einer Preiskommission diskutiert und festgehalten, das erscheint uns erklärlich, dass das so gemacht wird. Und dann wird ein Antrag vom Energiekonzern an die Preisbehörde geschickt und ich habe sozusagen in Verantwortung der Landesregierung diese Bescheide dann genehmigt. So weit, so einfach. Ja. Also wenn Sie die Preise irgendwie sozusagen in einem Bereich von einstelligen Prozentzahlen, 2% plus, 2% minus bewegen, dann ist das nicht sehr aufregend. Das hat auch in meinem Alltag mich nicht sehr lange aufgehalten, weil eben das Preismodell funktioniert hat, also das Berechnungsmodell. Vielleicht sage ich noch dazu, diese Preiskommission, die das dann sozusagen vergemeinschaftet, die wird beschickt vom Energiesparverband in Oberösterreich, von der Wirtschaftskammer und der Arbeiterkammer. Und ich als Chef der Preisbehörde sitze auch in der Preiskommission und dort diskutieren wir sozusagen kurz, eigentlich sehr kurz, die Ergebnisse des Preisberechnungsmodells. Und dann kam dieser Überfall Russlands auf die Ukraine, der zu massiven Verwerfungen auf den europäischen Energiemärkten geführt hat und damit logischerweise das Berechnungsmodell sozusagen gefüttert hat mit Indexsteigerungen beim Baupreisindex, beim Energiepreisindex und so weiter, mit horrenden Zahlen. Und dieses Preismodell hat dann sozusagen Erhöhungen ausgeworfen, die tatsächlich dem entsprechen, was in anderen Bundesländern Wirklichkeit geworden ist. Also in Wien haben wir eine Verdoppelung der Fernwärmepreise gesehen, in der Steiermark haben wir das in einem ersten Schritt sozusagen gesehen. Und das hat sich natürlich in Oberösterreich auch ergeben. Also das Preisberechnungsmodell hat dann Erhöhungen ausgeworfen, je nach Energieträger, von 60% bis 106% für die einzelnen Konzerne. Und das war der Punkt, an dem ich als Chef der Preisbehörde eingeschritten bin. Weil die Verantwortung, die das Gesetz sozusagen uns überträgt, ist nicht, betriebswirtschaftliche Rechnungen anzustellen. Das
Sie haben Gestehungskosten der Fernwärme und die muss im nächsten Jahr sozusagen der Konsument bezahlen. Also ist das bisher ja immer gegangen. Wir haben die Indexwerte des vergangenen Jahres genommen und im kommenden Jahr hat man sozusagen den Preis vom letzten Jahr bezahlt. Und so geht das dann sozusagen eigentlich recht geschmeidig daher. Das ist in diesem Krisenjahr so nicht möglich gewesen aus meiner Sicht. Und vor allem, und da kommen wir jetzt zum Gesetz, nicht volkswirtschaftlich gerechtfertigt. Das ist betriebswirtschaftlich gefährlich, aber volkswirtschaftlich gerechtfertigt, und das ist das, was im Gesetz steht, ist es nicht. Und jetzt haben wir begonnen, mit den Konzernen darüber zu verhandeln, was sie notwendigerweise brauchen, um auch im kommenden Jahr, sozusagen in einem Friedensjahr, wenn man so will, auf den Energiemärkten in der leichten Gewinnzone zu landen, weil das ist schon wichtig, ja, dass die Fernwärme ausgebaut werden kann, dass sie auf lange Sicht finanzierbar ist. Aber dass sie nicht dieses große Finanzierungsdelta aus dem Jahr 2022, wo die Preise durch die Decke gegangen sind, im ersten Jahr sofort die Konsumenten in das Rucksack sozusagen umhängen. Und die Verhandlungen waren zäh, das können Sie mal glauben. Das waren spannende Diskussionen mit den Generaldirektoren der Konzerne. Aber am Ende ist es uns gelungen in Oberösterreich, dass diese drei Konzerne Preiserhöhungsanträge um 8% einreichen, und die habe ich dann auch genehmigt. Und das bedeutet für die Leute in Oberösterreich natürlich verträgliche Steigerungen unterhalb der damaligen Inflation oder der jetzigen Inflationsrate, und gleichzeitig bedeutet es auch, dass dieses große Finanzierungsdelta aus dem Energiekrisenjahr zuerst einmal, also die große Belastung daraus zuerst einmal bei den Konzernen bleibt. Und wir über die Jahre schauen werden, dass der Geschäftsbereich der Fernwärme bei den Konzernen in der leichten Gewinnzone landet. Das ist der Auftrag, den ich als Preisbehörde habe. So lese ich das auch im Gesetz. Und ich glaube, dass das tatsächlich, das ist eine schwierige Arbeit, die man da machen muss. Das ist eine Verhandlungsarbeit, das ist eine Abwägungsfrage zwischen den Interessen der Konzerne, den Gewinninteressen der Konzerne und zwischen den Interessen der Konsumentinnen und Konsumenten, die sie in dem Bereich nicht wehren können. Und ich glaube, dass uns das in Oberösterreich gut gelungen ist. Ja. Diese Abwägungsfrage hört natürlich hier nicht auf. Das wird im nächsten Jahr, im Frühjahr, im Herbst wieder weitergehen. Wir werden uns immer genau anschauen müssen, wie sind die Geschäftszahlen bei der Fernwärme, bei den Konzernen, und wie schaffen wir es, dass die in der leichten Gewinnzone landen, weil das ist unser Auftrag. Aber im Grunde haben wir nicht den großen Rucksack aus dem Jahr 2022 genommen und den Familien in Linz sofort umgelegt. Ich persönlich finde schon, dass das politische Verantwortung genau das ist. Ja. Wenn ein Gesetz uns nicht nur das Pouvoir, sondern auch den Auftrag gibt, als Preisbehörde für die Konsumentinnen und Konsumenten diese Sachen zu verhandeln, dann muss man das auch machen. Und nur weil ein Preismodell oder eine betriebswirtschaftliche Rechnung eines Konzerns einen Preis auswirft, werde ich damit meinem Auftrag als Preisbehörde noch nicht gerecht. Da ist noch ein bisschen mehr Arbeit dahinter. Jetzt kann ich nur hoffen, dass sich die Situation auf den Energiemärkten so weit stabilisiert hat, dass das so bleibt, weil dann wird es auch für mich wieder einfach. Ja? Dann wird es ein Modell geben, das errechnet einen Preis und dann winkt man das durch, weil nachvollziehbar ist, dass sich die Preise so entwickeln sollen. Wenn es aber wieder zur Krise kommt, auf den Gasmärkten oder anderswo, dann werden wir auch dort wieder zu verhandeln beginnen müssen, und das ist halt dann viel Arbeit, aber am Ende ist es das, was die Politik halt in Krisenzeiten machen muss. Es ist halt mehr Arbeit, aber man wird seinem Auftrag dann im Speziellen gerecht. Jetzt möchte ich noch die Klammer schließen zu dem, wo Lara Köck begonnen hat, nämlich mit der Dekarbonisierung. Ich sage Ihnen, bei uns ist es ja so, dass wir durch diese Delegierungsverordnung die Verantwortung für die Preisgestaltung haben im Land, und das hat der Landeshauptmann in Steiermark für einen gewissen Bereich auch, sondern wir haben das nicht nur für einen Konzern, sondern für drei, ich habe es zuerst schon erklärt. Ja. Und diese drei Konzerne erzeugen ihre Wärme für die Fernwärme unterschiedlich. Und was wir gesehen haben in diesem Krisenjahr ist, dass derjenige Konzern, der eigentlich ausschließlich seine Wärme aus erneuerbaren Energien erzeugt, kaum Preissteigerungen beantragt hätte. Das heißt, ein dekarbonisierter Werbemarkt stabilisiert die Preise massiv. Es ist eigentlich eh völlig logisch. Ja? Wenn ich mit Geothermie, mit der Müllverbrennung zum Beispiel, die ja keinen Schwankungen unterworfen war,
den Startkern von Wales heize, dann ergeben sich keine großen Preissprünge. Wenn ich aber, so wie andere Erzeuger, nur aus Gasturbinen die Wärme bekomme, dann haben sie in einem Krisenjahr oder in einem Kriegsjahr ein Riesenproblem bei den Preissteigerungen in ihrer Wärmequelle. Und das ist sozusagen das absolut beste Argument zur Dekarbonisierung. Wir müssen in allen Bereichen klimaneutral werden. Das ist sowieso ein gesellschaftlicher Auftrag für alle. Aber in der Fernwärme ist es umso dringlicher, weil die Leute erstens nicht wechseln können und zweitens davon abhängig sind, dass der Konzern dekarbonisiert. Sie können das nicht selber machen. Ja? Wenn ihr ein Familienhaus habt, wo eine Ölheizung drin ist, dann bekomme ich im nächsten Jahr 75% vom Heizungstausch bezahlt und habe nachher einen Pelletskessel und habe selber was getan. Bei der Fernwärme bin ich darauf angewiesen, dass der Energiekonzern diese Arbeit macht. Und wir haben gesehen im Krisenjahr, die dekarbonisiert hatten, die hatten stabile Energiepreise für ihre Kundinnen und Kunden. Und so lernen wir sozusagen auch in Oberösterreich, dass diese Frage der Dekarbonisierung schneller vorangehen muss, dass wir dort investieren können, damit es stabile Wärmepreise gibt. Und ich kann den Appell nur richten an alle anderen Bundesländer, diese Arbeit der Preisgestaltung sozusagen ernst zu nehmen, sie penibel zu machen und tatsächlich diese zwei Interessen, die Konzerninteressen und die Konsumenteninteressen, in einen Ausgleich zu bringen. Weil bei einer Verdoppelung der Fernwärmepreise ist es aus meiner Sicht, das ist nicht in der Lage. Ja, da gibt es ein Interesse, das viel höher bewertet wurde als das andere, und das ist sicher nicht gescheit. Danke, Stefan. Wir hätten also genug zu tun, um das Ganze vielleicht nochmal kurz und knapp auf den Punkt zu bringen. Erstens, eigentlich hätten es wir in der Steiermark viel leichter, weil wir haben nur hauptsächlich einen Energiekonzern, der 100% im Land gehört. Also es wäre eigentlich eine easy-cheesy Geschichte, wenn man politisch die Verantwortung übernehmen möchte und die Energiewende tatsächlich ernst nehmen würde. Ja? Es wäre alles möglich, man muss es nur tun. Ja? Und ich habe vorher kurz gesagt, du bist dann eben im Beweis, dass es funktioniert. Nicht nur bei der Preisgestaltung, ja, sondern eben auch, das ist ein super schönes Beispiel mit der Dekarbonisierung. Das ist genau das, was wir seit ewig predigen, dass erneuerbare Energien die Preise stabilisieren. Und nicht nur, letztendlich auch deshalb ist es unerlässlich, da die Energiesicherheit und auch die Preissicherheit zu garantieren, und dafür braucht es den politischen Willen. Vielen Dank. Jetzt werden Sie dran, wenn Sie Fragen haben. Herr Landesrat, das heißt, wenn man es auf den Punkt bringt, Sie haben eigentlich die Substanz dieser Energiekonzerne quasi dazu bewegen können, sie es quasi zu kreditieren. Ne? Das heißt, die decken eigentlich den Gap zuerst einmal. Das heißt, die Landesregierung hat diesen drei Energieaufbringern oder Fernwärmeversorgern quasi die Zusage gegeben, dass wenn sie jetzt quasi kreditieren den Gap, dass sie das über die nächsten Jahre abschichten können und damit wiederum, wie Sie sagen, betriebswirtschaftlich, sie sind ja teilweise auch Aktiengesellschaften, das heißt, die dürfen gar keine kein Minus brauchen aufgrund des Handelsrechts. Das heißt, wie haben Sie das denen zusagen können? Gibt es da Ausfallsgarantie? Weil niemand weiß, wie Sie gesagt haben, ob es nicht vielleicht morgen oder übermorgen die nächste Krise gibt. Nicht? Und dann würden sich faktisch die eine Kreditierung mit der zweiten ja, überlagern. Ne? Das wäre die Frage. Okay. Ich kann es zweiteilig beantworten. Zuerst einmal ist das, was wir gemacht haben, ja nicht sozusagen eine Eigenerfindung, sondern das, wozu ich im Gesetz aufgefordert bin, als Preisbehörde. Dieses Preisgesetz spricht deshalb von volkswirtschaftlicher Rechtfertigung und nicht von betriebswirtschaftlicher Notwendigkeit, weil es eben zwei Interessen gibt, die nicht der Markt ausgleichen kann. Und aus meiner Sicht ist dann die Übung gewesen, mit den Konzernen gemeinsam. Die haben uns sozusagen einen Antrag in Aussicht gestellt. Das war die erste Übung war ja, die haben gesagt, dass sie brauchen würden, um betriebswirtschaftlich zu bilanzieren, im ersten Jahr nach der Krise. Und das ist Betriebswirtschaft. Okay, das akzeptiere ich nicht. Akzeptieren, das ist so. Gleichzeitig habe ich einen anderen Auftrag als Preisbehörde, nämlich die Interessen der Konsumentinnen und Konsumenten mit einzupflegen in diese Rechnung.
Und da sind wir dann sozusagen in den Austausch gegangen darüber, was ist den Konsumentinnen und Konsumenten zuzumuten und für diese Seite gerechtfertigt nach diesem Krisenjahr. Und da spielen für mich ein paar Dinge mit hinein, nämlich auch die Frage, wir haben bei einigen Konzernen nicht nur einen, sondern viele Geschäftsbereiche, die im Krisenjahr stark verdient haben, also die Energie AG betreibt eine Kraftwerkskette an der Traun, die haben sozusagen in diesem Krisenjahr ist das Wasser die Traun hinuntergelaufen, wie in jedem anderen Jahr auch, und dort ist sehr viel Geld verdient worden. Und jetzt ist es sozusagen in einem Konzern grundsätzlich gang und gäbe, dass man manche Investitionen im Konzern darstellt und dann natürlich auch über die Jahre finanziert. Und ich habe die eine Herausforderung gesehen, diese betriebswirtschaftliche Rechnung ernst zu nehmen und gleichzeitig in die Waage zu bringen mit der Notwendigkeit, auf die Konsumentinnen vor Wucher zu bewahren. Und die Zusage ist eigentlich keine Kreditierung im eigentlichen Sinn, sondern die Zusage ist das, was im Gesetz ohnehin vorgesehen ist. Auf die Dauer und im Durchschnitt muss die Fernwärme in der leichten Gewinnzone, das ist das, was die Juristen sozusagen festlegen, in der leichten Gewinnzone landen. Und das wird passieren. Das wird, glaube ich, meines Erachtens auch im heurigen Jahr passieren. Im letzten Jahr ist es nicht passiert. Da hatten wir aufgrund äußerer Umstände ein Finanzierungsdelta. Und dieses Delta ist zuerst einmal ein Delta des Konzerns, der natürlich auch gewisse Verantwortung hat, seine Ressourcen zu sichern für die Kundinnen und Kunden. Das ist auf verschiedenen Ebenen so nicht passiert und damit ergibt sich ein Finanzierungsdelta. Aber in diesem Jahr und im nächsten Jahr muss das Ziel sein, für die Kundinnen und Kunden einen gerechten Preis zu haben und für die Konzerne einen Preis, der ihre Ausgaben deckt. Und das ist sozusagen keine Kreditierung im eigentlichen Sinn, sondern die Zusage, dass das, was im Gesetz steht, passieren wird. Aber dieses Krisenjahr an sich nicht sofort, da nimmt man sozusagen als Konzern nicht alles Geld, was nicht hereingekommen ist, aufgrund vielleicht sogar fehlender prophylaktischer Käufe. Also da will ich gar nicht sozusagen in die Betriebsrechnung in der Konzerne hineinschauen, das ist auch deren Geschäft und nicht meines. Aber wir nehmen jetzt nicht diesen Rucksack und hängen an den Familien. Ist schon klar, aber die Vereinbarung, wenn ich jetzt da quasi den Vorstand einer Aktiengesellschaft, der strikt dem AG-Gesetz unterliegt, das heißt, Sie haben mit diesen Firmen, mit dem Board jeweils eine Vereinbarung geschlossen, auf die sich quasi verlassen können? Nein. Auf welcher Grundlage haben die dann mit Ihnen? Weil ansonsten, wenn eine AG keinen Gewinn macht, ne, müsste sie im Zweifelsfall einfach die Leitung haben. Ne? Das ist ja der Punkt. Im heurigen Jahr wird diese leichte Gewinnzone da sein. Okay. Also Sie okay, ich verstehe schon. Ne? Das Interessante ist, ich brauche keine Vereinbarung treffen. Das ist überhaupt nicht notwendig, denn es gibt ein Gesetz, im Rahmen dessen arbeiten die. Wenn ein Konzern das Gefühl hätte, dass die Preisbehörde ihrer gesetzlichen Verantwortung nicht gerecht wird, dann kann sie das klagen. Ist ja logisch. Das ist aber nicht so. Und das ist genau das Spannende an diesem Prozess gewesen. Wir haben sehr, sehr viele intensive Gespräche darüber geführt, was heißt das, was im Gesetz steht. Und natürlich gibt es die mündliche Zusage von mir, dass auf die Dauer und im Durchschnitt diese leichte Gewinnzone für die Konzerne existieren muss. Das steht eben so im Gesetz. Da brauche ich keine Vereinbarung. Das ist mein Auftrag, mein gesetzlicher. Okay. Und deshalb, aber das ist genau der spannende Punkt sozusagen. Wo bringt man diese Interessen in den Ausgleich? Und ich habe den Eindruck, das haben wir auch, die Diskussion führen auch sozusagen die politischen Kräfte in Wien, dass eine schlichte, sozusagen ein Abnicken dessen, was betriebswirtschaftlich vom Konzern dargestellt wird, nicht dieser Verantwortung nachkommt. Und eine Verdoppelung der Preise in einem Jahr, ganz ehrlich, also ich hätte das nicht für gerechtfertigt empfunden. Und genau deshalb haben wir gemacht, was wir gemacht haben. Das ist viel Arbeit und auch, wie Sie richtig sagen, es ist ein juridischer Akt, gemeinsam darüber zu reden, wo ist sozusagen dieser Sweet Spot, der die Interessen in Ausgleich bringt. Und es kann sein, dass wir im nächsten Jahr auch wieder leichte Steigerungen brauchen, damit sozusagen diese Zone erreicht wird. Ja, das ist der Punkt. Das war es für heute. Herzlichen Dank fürs Zusehen. Und wenn euch das Video gefallen hat, bitte teilt es, hinterlasst einen Like oder abonniert unseren Kanal. Danke.